So, Leute, willkommen zurück zu Super Mario RPG und ich habe endlich eine Möglichkeit, also so eine gute Möglichkeit gefunden, wie ich aufnehme, ohne dass es böse, böse laggt. Und ja, ich weiß jetzt noch nicht, keine Ahnung, ob es jetzt so gut funktioniert, aber ich denke mal. Und ja, ich nehme das jetzt schon zum zweiten Mal auf, weil mein gutes Camtasia Studio sich gedacht hat, nö, speichere ich einfach mal nicht. Und deswegen quatsch jetzt nochmal mit einem Herztun. Hey Mario, mein Bruder wartet dich oben. Ja, der Bruder ist cool. Eins, zwei, drei, mit vier Training springe ich so hoch wie du, Mario. Sicher. Ja, jetzt geht er total ab. Nee. Ich habe Toad so länger nicht gesehen. Was? Pause hat sie wieder? Bla bla bla. Mario, lang nicht gesehen. Reini und ich sind nicht mehr nur gute Freunde, wir heiraten bald. Kennst du eine schöne Hochzeitskapelle? Vor allem, sie heißt Reini. Dumm. Bleib hier. Mario, du und ich könnten in ein paar Jahren heiraten. Dann müsste mir auch Mutters Brautkleid passen. Ich hoffe, meine Enkelin wird bald wieder die Prin bald wird mal wie die Prinzessin. Ich kann nicht richtig reden, Pilz. Können nicht reden. Es ist so schön, die Kinder glücklich zu sehen. Bart Pilz. Verschimmelt der Pilz. Viele Schor... Nee, viele Schor... Viele... Viele Schurken versuchen sich in die Stadt zu schleichen. Ich passe auf. Mario, welch Ehre, dich hier zu treffen. Ein Enkel von Fuzius macht in der Stadt seine Besorgungen. Gesehen habe ich ihn noch nicht. Also, wie kann ich helfen? Wir kaufen ein T-Shirt und eine Hose. Habe ich beim letzten Mal zwar nicht gemacht, aber egal. Items. Ach nein, ausrüsten. Hammer. Hammer auf Waffe. T-Shirt auf Rüstung. Hose auf. Schön. Ein T-Shirt. Geht das? Warum kann ich die Hose nicht anziehen? Na egal. Bla bla blubs. Vielleicht kann Mario keine Hosen anziehen. Na egal. Und ich speichere das hier. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich dann müsste ich auch tun. Ja, nur 3 Taler. Schön. Bla bla. Bum bum bum. Das ist cool. Bum 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 bum. Na egal. Und wir reden mit dem. Jetzt nicht. Der ist so geil. Da dachte ich erst, hey, ich kann nicht mehr weiterspielen. Hey Mario, schau mal, in was du stehst. Da, ich kann nirgendwo außer springen. Yeah. Eingelegt. Du Dumme. Hey, hast du irgendwo sein Krokodil gesehen? Sein mächtiger Gangster. Sicher hat er was vor. Hey, wo ist meine Brieftasche? Meine Brieftasche! Ja, das ist ja, glaube ich, die einzigste Person, die zweimal was sagt. Hey Mario, schau, bla bla, bla, komm. Stehen keiner Scheiße. Mario, der Kanzler erwartet dich. Bla. Mario, endlich sagt dem Kanzler Bescheid. Wir sehen uns am Thronsaal. Bescheid wird groß geschrieben, aber egal. Interessiert ja keinen hier. Die Prinzessin ist noch immer nicht zurück. Der Kanzler ist in Sorge. Bla 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 bla. Keiner da. Bla. Vielleicht kommt eine coole Szene, die ich sehr lustig fand. Dank den Drückebergern darf ich mal wieder die Gästezimmer säubern. Blablabla. Mario ist gekommen. Mario, endlich, Gott sei Dank. Wir hörten eine Explosion bei Bowser's Schloss. Es war ziemlich laut. Ja. Oh, mein Ohr. Oh, Entschuldigung, wo ist die Prinzessin? Sie hätte schon längst da sein müssen. Ich bin in Sorge, ob Bowser was damit zu tun hat. Jetzt.
Das, ja, das ist total genial. Was ist los? Bowser hat die Prinzessin schon wieder entführt? Es wird dir wohl nicht erspart bleiben, sie aus dem Schloss zu befreien. Das ist zu genial. Oh mein Gott, ich fange sie und bumm. Wo ist der? Scheiße. Na komm. Was? Das Schloss ist nicht zu erreichen? Eine fremde Macht? Mario, ihr Leben hängt in deinen Händen. Bitte rette sie. Mario! Fast hätte ich das vergessen. Vielleicht kannst du das gebrauchen. Eine Karte! Yay! Mario, bla 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 bum bla. Tot. Vergib mir. Ich hoffe, dass der Prinzessin gut geht. Geh zum Keller und rüste dich für deine Reise. Die Wache wartet. Ja, was ich jetzt aber nicht verstehe, ich zeige euch jetzt mal meine Rüstung. Items, beziehungsweise meine Items. Das kann ich zum Beispiel machen, um Blumenpunkte zu erhöhen um 3. Das habe ich nämlich letztes Mal auch gelernt, also bei der letzten Aufnahme. Also nicht bei der letzten Aufnahme, die ihr gesehen habt, sondern bei der Aufnahme, die ich eigentlich gemacht habe, die aber von Captain Blair. So, ich habe 4 Pilze und ein Honigsirup. So, jetzt sage ich, jetzt hallo. Mario, da kannst du mich eingeweiht, bla bla. So, öffne die Schatzkisten. So, ein Pilz. Dieser Pilz gibt dir alle HP und BP zurück. Leider geben Pilze, die du als Item findest, nur HP zurück. Ja? So, eine Blume. Blumenpunkt im Kampf. Und ein Taler. So, zeige ich dir euch aber. Nichts. Nichts. Es ist wirklich nichts da. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Spezial ist auch nichts. Ausrüsten ist nichts. Spezial-Items ist auch nichts da. Und Karte erst recht nicht hier. Oh, guck mal, was für ein großes Gebiet. Yay. Und ab geht's hier raus und komm zurück. Achso, ja, das ist ja nichts. Komm zurück! Dieses Reptil hat das Geld meines Opas. Schnee. Große Jungs, Jung weinen nicht, aber das ist nicht fair. Was mache ich jetzt? Bist wohl etwas nass geworden. Ich bin wieder okay. Tut mir leid, ich musste mich ausweinen. Warum eigentlich? Was war das nochmal? Mein Opa bat mich, etwas zu besorgen. Aber als ich zur Stadt ging, traf ich dieses Reptil. Oh ja! Erst klaute er mir die Taler und dann haute der Feigling einfach ab. Mario, zeig mir, wie du Bowser besiegen willst. Springen? Wow, was will er da machen? Wow, du bist der Mario? Ich weiß alles über dich. Du bist berühmt für deine Sprünge. Ich bin Mello vom Froschteich. Ich sehe nicht so aus, aber ich bin wirklich kein Schloss. Hm? Wie wär's, Mario? Hilfst du mir, den Dieb zu fangen? Selbstverständlich. Der junge Frosch Mello, der nicht wie ein Frosch aussieht, tritt Mario bei. Was ein Satz. Yeah. Oh mein Gott. Und wir speichern nochmal. Nein, wir speichern nicht, weil... Bla bla bla. Edsel stand mir vorbei. Er muss sich hier irgendwo verstecken. Sah er vielleicht ungefähr so aus? Ja, exakt so. Ich wusste es. Warum hast du ihn nicht gestoppt? Ich vergaß also meine Bazooka. Vor allem, was ein Scheiß. Was machen Toast mit Bazookas? Dann schon Raketenwerfer. Verdammt. Tut mir echt leid.
Bumm. Komm zurück! Haha, ihr werdet mich niemals fangen. Selbst eine Schnecke würde euch entkommen. Das war er. Der Kroko. Das ist der. Mario, wir schnappen ihn. Na komm. Aber als erstes gehen wir hier rein. In den Item Shop zum vergammelten Pilz. Bla 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 bla. Ist auch egal. Der hat Frau Kosia. Das geht. Hör doch erstmal, wie weit ist das Geld wurde gestohlen. Was, wenn das stimmt, könnten wir nicht handeln. Eine echte Schande. Oh, aber keine große Sorge, Mario wird mir helfen. Wirklich, wenn ihr Mario hilft, hast du das Geld im Nu zurück. Trotzdem, nehmt das mit, vielleicht hilft es euch. Lebenswasser. Das habe ich nämlich nicht gemacht. Weil ich mir dachte, da muss ich wahrscheinlich eh nicht hin. Lebt Able Juice. Heilstatusprobleme im Kampf. Ein T-Shirt, eine Hose.